hallo meine Fotzibärchens und herzlich willkommen zu einem weiteren Trödel-Vlog. Heute mal ohne den DSD, der ist noch ein bisschen verkatert und beschädigt von gestern. Ich dachte mir aber, na, wir haben heute im Westpark was, da kann man mal raus, und der Wind ist jetzt schon wieder. Meine Damen und Herren, leider haben wir eine kleine Panne. Wie gesagt, dann geht's halt ohne das Gerümpel heute los in den Westpark. Da ist nämlich wieder Trödelmarkt und dann schauen wir mal, was wir da so erwischen und abgreifen können. Vielleicht finden wir was Schönes, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. In Wambel ist ja heute auch. Mal sehen, ob ich den noch mitnehme, aber ich mache das mal abhängig davon, wie viel Geld ich jetzt da lasse. Also bis gleich. So, angekommen und es ist heute gar nicht so warm wie sonst. Oder wie die letzten Tage. Bin ein bisschen am Frieren, jetzt fängt es auch ein bisschen an zu regnen. Aber ist vielleicht gut, das vertreibt die Leute und dann habe ich bessere Chancen auf gute Beute. Yes! Jetzt habe ich mich so durch so Single-Kästen geboxt. Das war ganz schön viel Arbeit. Aber da habe ich tatsächlich ein bisschen was gefunden. Nichts Außergewöhnliches, aber immerhin ein bisschen. Ne? Gleich ist die Kamera aus. Da muss ich mit dem Handy weiterfilmen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Naja, aber ich nehme euch natürlich mit, ist ja klar. Ja, ordentlich was los am Wurststand, aber ich hab's. Hammerwurst. Die Bratwurst, natürlich. Brödeln ohne Bratwurst geht natürlich nicht, ne? Und deswegen ziehen wir uns hier jetzt mal schön rein zum Frühstück. Das mache ich aber wie immer alleine, obwohl einmal weiß ich für euch reinkommen. Oh, halt. Halt. Bis gleich. So, ich bin heute ein bisschen filmfaul, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der DSD fehlt halt. Das ist, merkt man schon, ne? Dann wird man so ein bisschen ja, fauler, was das Film angeht. Aber ich habe geile Sachen gefunden. Videospiele tatsächlich, alte Videospiele. Habe ich sogar einen recht guten Schnapp gemacht, wie ich finde. Was das ist, das seht ihr dann gleich. Ich gucke jetzt noch mal rum. Ich glaube aber nicht, dass ich noch was finde, weil ich bin hier so mittlerweile durch. Und dann geht's zum Haul. Ja, da hat der Akku von der Kamera doch noch gereicht. Was ein Glück. Aber war heute auch nicht so viel los und sehr viel Klamotten. Naja, was soll's. Ich habe auf jeden Fall was richtig Geiles gekriegt. Für mich persönlich was richtig Geiles. Das seht ihr dann gleich. Wir sehen uns dann, wenn es beim Haul losgeht. Viel Spaß dabei. Bis dann. Ja, jetzt zurück vom Trödel. Hat ein paar Tage länger gedauert, weil ich nach dem Trödel noch zu Frau Bierlauf gefahren bin. Und da war ich ein bisschen... Ich mache mal Pingelingeling hier. Oh. Das ist ja, bleibt hier überhaupt nicht richtig. Was ist das für eine Scheiße hier? Was haben wir denn hier? Kapuziner Kellerweizen. Ja, plöpp habt ihr schon mal versagt. Oh, Pingelingeling. Aber ihr wollt ja sehen, was ich auf dem Trödelmarkt erstanden habe. Boah, ist aber sehr süffig. 5,1% Kapuziner, ja. Weizen, ja, warum kaufe ich mir eigentlich Weizen? Mag ich überhaupt nicht. Egal, ich gehe mal hier direkt in die Vollen. Es tut mir auch leid, der DSD ist dieses Mal nicht dabei.
Das ist auch selten, ne? Dass der bei einem Trödelvideo nicht dabei ist, dann muss ich das hier alles alleine machen. Da labert er mir gar nicht ins Wort, das bin ich gar nicht gewohnt. Da ist ja schon fast eine Schande, dass er nicht dabei ist. Skandal! Aber gut, ich war auf dem Westpark-Trödel, was habe ich mir geholt? Drei Singles. Zum einen The Who, Won't Get Fooled Again. Ja. We don't get fooled again. Ja, ist halt so Classic Rock, 70s läuft. Dann haben wir, ja, was fürs Herz, ne? Ein bisschen was fürs Herz. Ein bisschen was hier, wie sagt man so schön, hier zum Schmusen, ne? Hier Nazareth, Dream On. Dream On. Dream On. Ja, und als letztes noch Moody Blues, weil wenn ich Moody Blues höre, dann muss ich mir das immer direkt kaufen, egal ob ich es kenne oder nicht. Melancholy Man. Another man is what you'll see, who looks like you. Looks like me. Auch so eine Schmusenummer, da sind die ja sehr, 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 sehr bekannt für. Schöne Addition zu meiner 70er, 80er Kollektion, obwohl, was ist Nazareth? Ist 80er, ne? Ist das 80er schon? Ja, das ist auf jeden Fall 70er. Ja, ist ja auch wurscht. Kommen wir aber nach einem kleinen Schluck Kapuziner Kellerweizen. Bitte sponsert mit nicht, ich finde das Bier gar nicht so lecker, aber jetzt habe ich es aufgemacht, jetzt muss man es auch saufen, ne? Pingelingeling. So, was haben wir denn? Der große, große, große Schnapp des Tages war einfach dieses Super Nintendo Spiel, original verpackt Earth Defense Force, EDF, gibt es auch auf der PlayStation 4, PlayStation 3 und so, das ist dann so, ja, gegen Riesenameisen kämpfen. Damals war das allerdings noch nicht so, dass man gegen Riesenameisen gekämpft hat, sondern das war ein, ja, vertikal scrollendes Shoot-em-up, kurz Schwupp genannt. Und das stand da einfach rum, original verpackt, und ich habe da auch reingeguckt. Und da ist echt noch alles dabei, hier in Plastikfolie, das Modul, die Anleitung ist hier auch noch dabei, sieht alles super geil aus. Und jetzt ratet mal, wie viel ich dafür bezahlt habe. 20 Euro, das geht voll klar. Da steht auch noch der alte Preis drauf, 89,90 Mark bei Berlet. Oh, das, ja, bei Berlet, ja. Hier ist er. Könnt ihr vielleicht sehen. Da habe ich mir richtig gut, erst wollte er 25 haben, ich habe dann aber noch ein bisschen mehr gekauft an dem Stand. Für die beiden Spiele, also für das wollte er eigentlich 25 haben, für die beiden zusammen wollte er 12 haben. Ich habe dann gesagt, ja komm, 30 zusammen kannst du machen. Er so, yo, alles klar, und alleine deswegen, das ist es schon wert. Aber was habe ich mir denn noch geholt hier? PlayStation-Spiele. Robocop. This is the police. Drop all your weapons. Da kann ich ja nicht dran vorbeigehen, ne? Wenn es ein PlayStation-Spiel oder PlayStation 2-Spiel gibt, was Robocop heißt, da kann ich ja nicht dran vorbeigehen. Ist so ein Ego-Shooter, wie ich das hier sehe. Habe ich auch noch nie was von gehört. Ich wusste gar nicht, dass es ein Robocop-Spiel für die PlayStation 2 gab. Also ich kenne das Super Nintendo-Spiel, ne? Robocop vs. Terminator und so weiter und so fort. Und das C64-Spiel damals zum Film, das kannte ich halt alles, aber auf PlayStation 2. Und jetzt habe ich den für 5er gekriegt, kann man machen. Und Rygar. Rygar, unleash your devastating disc armor for a Greco-Roman reality break. Rygar, the joy of destruction. Rated T for Teen. Tecmo, 100% Games. Noch so ein Ding, was es eigentlich auch auf dem Super Nintendo gab. Ich meine, es war auf dem Super Nintendo oder war es auf dem Mega Drive? Ich weiß es gar nicht. Gab es ein Remake auf der PlayStation 2? Ja, so Third-Person-Jump-and-Run-Zeus hier. Und, aber auch alles in einem Top-Zustand und richtig, richtig gut. Auch das Robocop-Spiel, das sieht noch richtig gut aus mit Anleitung und allem dabei und so weiter und so fort. Ja, schöner Trödelmarkt. Insgesamt, was habe ich ausgegeben? 33 Euro jetzt für die ganzen Sachen plus nochmal 3 Euro eine Bratwurst. Und, da muss ich auch nochmal was sagen, ne? Ich war dann an so einem Stand und wollte natürlich Bratwurst haben, habt ihr ja gesehen, da habe ich Bratwurst gegessen und da kostete das Nackensteak im Brötchen 4 Euro. Auf dem Rockhard 8 Euro. Und jetzt kommt ihr, ne? Das Doppelte auf dem Rockhard.
Wie gesagt, ich habe mich schon tausendmal über die Essenspreise auf dem Rockhard aufgeregt, auch ganz viele andere. Das Rockhard kann da gar nichts dafür, die machen die Preise halt nicht. Die sagen den Händlern halt, ja, der Stand kostet irgendwie x Euro, die zwei Tage, drei Tage, macht, was er wollt. Fand ich dann aber, ja, das wollte ich nochmal erwähnt haben, ne? So, und jetzt gehe ich, glaube ich, mal zocken. Ich glaube, ich will dieses Robocop heute Abend mal spielen. Das gehe ich jetzt zocken und ihr könnt jetzt abschalten, genau. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr es seht. Und ihr könnt jetzt genau abschalten, wie eben gesagt, ne? Abschalten oder nein, wir machen heute mal den Zini, ne? Tschüss! Tschüss.